herzlich willkommen zu einem weiteren Match Review. Ja, heute stelle ich euch das Krömer Pack vor. Das besteht einfach aus dem Krömer Tracton 415. Da steht es auch nochmal. Und dem Krömer Maxtron 620. Das ist ein Kartoffel- und ein Rübenernter, wie sie auch schon im Standardspiel vorhanden sind. Ich zeige euch auch nochmal kurz. Hier haben wir einmal den Tracton 415. Und na gut, den anderen zeige ich einfach mal nicht, weil das sind einfach nur mal genau die gleichen Maschinen. Ja, ist halt ein verändertes Standardfahrzeug, was mir auch sehr gut gefällt. Erstmal haben wir eine dreimal so hohe Arbeitsbreite wie beim Standardfahrzeug bei allen Maschinen. Dann haben wir einen um 30.000 Liter erhöhten Korntank. Also statt 20.000 kriegen wir da 50.000 Liter rein. Das ist schon relativ viel. Ob die PS verändert wurden, das seht ihr nach einer Endcard. Übrigens nochmal, also später in der Endcard, also das ist einfach nochmal bei mir ein Bild, wo ein paar Fakten so drin stehen. Darüber rede ich einfach. Ja. Da kriegt ihr nochmal ein paar hohe Fakten. Jetzt gucken wir uns die Fahrzeuge erstmal an. Also wenn man von weiter weg guckt, sehen sie erstmal toll aus, aber wenn man so näher rankommt. Ich habe übrigens jetzt die nur grau genommen, kann die Farbe aussuchen. Gleich seht ihr sie nochmal in zwei anderen Farben. Aber halt alle Texturen sind nicht wirklich hochauflösend, leider. Wenn man weiter weg geht, das sieht für mich jetzt immer noch nicht wirklich hochauflösend aus. So ist es hochauflösend bei mir. Es ist wirklich nicht so hochauflösend an dieser Maschine, leider. Ich würde sagen, gucken wir uns einfach mal von innen an, die sind von innen identisch oder so, was ich weiß. Haben halt die Standard-Krümmer-Technik. Ist so ziemlich, glaube ich, in allen Krümmer-Geräten verbaut, auch in echt. Noch einen kleinen Beifahrersitz, also alles ziemlich Standard. Da kann man einfach mal aufklappen und gucken, was da so passiert. Das ist übrigens der Maxtron. Also, Rübenernter. Was uns gleich auffällt ist, wie fällt es wirklich auf? Ja, dass sich das, wie nennt man das jetzt, aber das Schneidwerk wird es im Mod genannt. Nicht mit aufklappt, da muss man nämlich auf Moment 4 drücken. Hat auch eine einzige Beleuchtung, sehe ich gerade. Die nicht angeht, okay. Es scheint wirklich das Standard-Ding genommen zu haben und da wird einfach noch zweimal reingesetzt. Ist schon ein bisschen schade, die Beleuchtung hier unten muss eigentlich funktionieren, meiner Meinung nach, aber. Klappt man den auch mal noch auf, die anderen sind halbwegs ähnlich. Ich hab es gleich schon mal auf. Mit 4 gedrückt, also nicht, dass ich wundere, dass es bei dir automatisch hinkommt. Man kann natürlich noch das Rohr ausfahren wie bei allen, aber da wird es einfach ein bisschen tiefer. Das kann dann halt entladen und vorher nicht. So sieht es aus, ich würde sagen, wir gucken uns jetzt einfach mal im Einsatz an. Fangen einfach mal den Rübenernter an. Wir machen einfach mal an. Dann gucken, was ich so schaffe. 1% haben wir jetzt schon, das kommt irgendwann nicht so. Gut, Animationen sind soweit Standard, für alle manches ist mal. Es ist einfach nur, dass man halt, ja, man kann jetzt endlich in verschiedenen Farben kaufen und naja, er ist jetzt halt skinbar, sag ich mal so. Nicht wirklich skinbar, aber keine Farbe kaufen. Und natürlich alles ein bisschen größer. Also, das war's eigentlich. Ich finde aber sehr gut, einfach weil es vor allem auf größeren Maps erleichtert einem, dass die Arbeit schon ziemlich. Weil wir arbeiten einfach dreimal so effizient. Und das kann ja nicht schaden. Spart erstens Treibstoff. Denke ich zumindest. Und zweitens. Ist aber natürlich auch wesentlich schneller, wenn man sieht. Ich bin jetzt hier zweimal hergefahren. Normalerweise hätte ich hier sechsmal fahren müssen, um das gleiche zu lernen. Und deshalb war ich hier. Aber bevor man es hier dann halt auch hat, den Kabinett hier irgendwo in einer Farbe. Ich weiß hier, was man macht, so ein Maxtron. Den habe ich auch in einer Farbe, die mir ein bisschen besser gefällt. Ja, meine Kanalfarbe ist so halbwegs zumindest. Ja, gut. Ich fange einfach mal an zu arbeiten. An. Wir finden das große Verkehrshäuser mit besser. Wenn es interessiert. Weil hier habe ich einfach diese kleinen Felder, die auch
Auto. Weil ich nicht mehr so irgendwie? Ja, ich sehe den mal irgendwie lieber. Ich weiß nicht, was das ist. Wahrscheinlich, weil er so ausgedacht ist. Dann soll ich mir dann über die Straße kommen. Ja, was ist denn da? Ja, es hilft uns auf jeden Fall wesentlich, um unsere Rüben- und Kartoffelernte effizienter zu machen. Und naja, ich würde sagen, es ist wirklich ein toller Mod, aber halt die Texturen, die hätte man, auch wenn das vielleicht so Standardtextur ist, weiß ich aber nicht. Das kann ich nicht nachprüfen, das müsste ich vielleicht immer noch machen. Und der hätte mich auch irgendwie aufwerten können, finde ich zumindest. Einfach neuere machen. Ich glaube, es wird nicht so schwer sein, einfach nochmal ein bisschen hochzuskalieren oder so. Ich weiß es aber leider nicht, deshalb will ich dagegen jetzt gar nichts über das sagen. Und das hier mit Koalition wäre gar nicht so schlecht gewesen übrigens. Weil, wieso ohne Koalition? Man kann es ja einklappen oder so. Ja gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der Endcard wieder und bis gleich. So, jetzt kommen wir noch zu ein paar Fakten. Das Criminal Pack wurde erstellt vom Nutzer RubberDuck2. Und er hat wirklich gute Arbeit geleistet. Der Preis für beide Maschinen, also nicht bei, also je Maschine, liegt bei 479.000 Euro. Die Unterhaltskosten pro Tag liegen bei 1290 Euro. Zur Leistung habe ich leider keine Informationen gefunden. Weiß ich nicht, also ich kann mir auch nicht vorstellen, wie viel PS es hat. Das Bunkervolumen liegt bei 50.000 Liter und der Nutzen liegt darin, Rüben bzw. Kartoffeln zu ernten. Die Daten sind wie gesagt für beide Fahrzeuge identisch. Wenn euch der Mod gefällt, könnt ihr euch einfach runterladen. Die Links sind wie immer in der Beschreibung. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, wenn nicht, dann nicht. Und tschüss und bis zur nächsten Folge.